Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ich glaube, wir haben's verpasst, den Evolutionssprung. Ich habe jetzt nochmal nachgesehen, warum das hier bei uns, es ist schwer was zu finden, warum es hier bei uns nicht weitergeht. Es ist schwer was zu finden, so richtig scheint das niemand zu wissen, aber bei Fandom Wiki habe ich dann doch etwas gefunden. Und zwar sollten wir vor einem einen Evolutionssprung sollten wir mit möglichst vielen Mutationen machen. Nach Möglichkeit 6 alte Kreise sollten Mutationen haben und 6 junge. Babys sind wohl, wurden da nicht so erwähnt, was die Mutationen angeht. Ja, 6 Kreise. Wir hatten alles schon. Alle waren bei uns schon, glaube ich. Ich glaube, da war nur einer ohne Mutation. Also wir haben den Evolutionssprung, den besten, wohl verpasst. Und jetzt? Ja, jetzt haben wir den Salat. Wir haben, was sehe ich da? 3, 4, 5, 6. Oh, wir können mal gucken. Wir selber haben eine genetische Mutation, Kommunikation. 2. Ah, der hat nichts. Ah, hier Motorik. 3. Der hat auch nichts. Der auch nicht. Was? Der hat was? Was war das denn jetzt gerade? Das war aber gruselig. Der hat auch was? 4? Der hat keine, aber sein Kind. Der hat auch nichts, aber sein Kind. Der hat auch nichts. Wir hatten doch alles schon voll, wisst ihr? Der hat auch nichts hier. Aber irgendjemand hat doch gerade geredet. Hier kam mir das so vor. Der hat auch was. Also haben wir 5. 5 genetische Mutationen. Ja, und wie gesagt, wir hatten schon wesentlich mehr Mutationen. Ja, was soll ich sagen? Uns geht's ja eigentlich ganz gut hier. Unserer D geht's ganz gut. Ja, was soll ich sagen? Haben wir nicht geschafft. Also Evolutionssprung. Oder wir machen das jetzt. Aber es stand auch nichts irgendwo, dass es nicht weitergeht. Es steht halt, man muss das selber herausfinden. Ja, das ist mühselig. Aber ich denke, wir gehen jetzt mal darüber. Wow, da wird hier jemand gefressen auch noch. Nimm das. Wer war das? Wer ist jetzt verletzt von euch? Du? Oder du? Halt, du? Du? Ach komm schon, der Verletzte soll sich bitte melden bei mir. Warst das du? Auch nicht. Da, du. Kyo. Na, hier haben wir doch was. Die hat einen guten Stoffwechsel. Okay, wer trägt die Babys? Beef? Ich suche D. D?
Die ist noch so fit. So, nochmal gucken. Aufrecht hinstellen. Und präge dir das mal ein. Da geht's nämlich jetzt hin. Das scheint mir auch eine Art Oase oder so etwas zu sein. Verscheucht sie! Los, alle mir nach! Verscheuchen können wir schon ganz gut, außer die Elefanten. Oh, was ist das? Ein Nashorn. Das kennen wir doch auch noch nicht, oder? Es ist weg. Neues Wildtier entdeckt. Ein weißes Nashorn aus dem Miozän. Gefürchteter Rivale. Das sind wir. Okay, hier ist nichts Gefährliches. Du kennst das alles. Das ist unser Gebiet. Unser Gebiet. Wir überwinden die Furcht. Einer verletzt von einem Nashorn. Hier ist doch auch schön. Mitten in der Sonne. Oh, wir haben einen Ast in der Mitte des Sees. Wir haben keine Intelligenz gerade. Aufrecht. Entdecken. Savanne, Teich- und Tümpeloase. Eine neue Sehenswürdigkeit wurde entdeckt. Meisterhafter Savannenforscher. Die Teich- und Tümpeloase haben wir entdeckt, ja. Nanu? Nanuhu? So viele unbekannte Dinge. Was ist das? Schlamm? Neues Werkzeug entdeckt. Schlamm. Lutum. Anwenden.
kühlend. Oh, hey, Schlamm kann richtig was. Hilft gegen... Oh, und wir sind getarnt. Scheinbar. Hilft gegen Verletzungen, gegen Hitze und wir sind scheinbar ein bisschen getarnt. Vielleicht laufen wir da erstmal hin. Oder dahin und dann zu dem anderen. Na, habt ihr euch alle eine Portion Schlamm abgeholt hier? Und schmiert euch damit ein. Da macht keiner mit, okay. Egal, wir sind schlammgebadet. Man lernt nie aus. Aufrecht hinstellen und gucken. Keine Angst. Hier sind nur Sachen, die du schon kennst. Wie immer. Und jetzt hast du sogar Schlamm kennengelernt. Schlamm aus der Savanne. Und das ist doch richtig gut. Da müssen wir hin. Neues Gebiet. Überwinde deine Angst. Jawohl, jawohl, jawohl. Kommt ihr noch alle mit? Wir haben bald ein neues Zuhause. Keiner verletzt? Gut. Die rennen ja einfach nur weg. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Boah, der Schlamm, der hilft aber richtig gut. Oh, hier sind sie. Die Flusspferde, so viele. Haut ab! Wir sind da! Na, die hauen nicht ab. Nee, hier können wir nicht bleiben. Zu viele Flusspferde. Da drüben sind Hyänen. Aber wo ist denn unser Zeichen? Ach so, wir brauchen die Intelligenz vielleicht. Hier müsste doch das Zeichen irgendwo sein.
Ich meine das Ding, das wir uns da eingeprägt haben vorhin. Oder ist das noch weiter weg vielleicht? Da! Entdecken! Trockenbassin-Oase. Ob wir so einen Flusswert schaffen? Nee. Vor allem nicht so viele hier. Meisterhafter Savannenforscher nochmal. Als nächstes nehmen wir uns das davor. Prägt ihr das ein? Wieder Schlamm hier. Ach, wir hatten noch was in der Hand. Gut, das war schon kein Schlamm mehr, das war schon getrocknet irgendwas. So, alle mitkommen. Mir nach, ich kenne den Weg. Oh. Nein. Aufrecht hinstellen und schlau gucken. Und ein Teil fehlt uns noch. Lasst euch nicht stören. Ich erober das Gebiet. Da haben wir keine Angst mehr vor diesem Gebiet. So, alle mitkommen. Ihr habt ja gesehen, was da gerade abging. Das ist ein Wasserfall. Okay, heute waren wir die großen Entdecker. Neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Der versiegende Wasserfall. Da ist er. Und mit diesen Bildern bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.